Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil bei Dark Souls Prepare Today Edition. Okay, das Prepare Today ist eigentlich ziemlich sinnlos gewesen. Ja, also hier unten ist der schwarze Ritter, den wir besiegen können, müssen aber nicht. Da hinten steht er und ich zeige euch jetzt mal, wie man ihn am besten besiegt. Erstmal wirft man eine schöne schwarze Feuerbombe auf ihn drauf, weil er schon mal ein bisschen Schaden bekommt. Dann lockt man ihn hoch. Ungefähr so, wie ich das gerade tue. Er kommt ja hinterhergelaufen, von daher ist es, muss man jetzt nicht so eigentlich wie ich gerade schauen, doch naja, ist halt besser so. Erster Tipp, man muss ihn anvisieren. Immer. Weil immer diese schönen Angriffe, die er so tut, sind ziemlich tödlich. Und man sollte ihn ausweichen oder blocken, wenn man ein gutes Schild hat, wie das hier, das Drachenwappenschild. Man sollte immer versuchen, ihn so von hinten zu kalt zu stellen. Ich habe jetzt das Astoras-Schwert, was ihm ziemlich viel Damage macht eigentlich, und schon habe ich mich erwischt und schon die Hälfte des Lebens verloren. Es ist, also, jetzt schaut mal die Angriffe von ihm. Sind meistens diese normalen Schlagangriffe, die hier zum Beispiel. Und das Ausweichen. Und das ist hier der beste Schlag, um von hinten zu kommen. Wenn ihr hinten seid, einfach normalen einen Schlag ausführen, das macht dann diesen Backstabbing. Oh verdammt. Jetzt habe ich hier aufgepasst. Und das ist auch immer cool, kann man auch wieder schön backstabben. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schlag und schon war er weg eigentlich. Also er ist leichter als gedacht. Also wie man denkt. Und immer schön blocken, nicht vergessen. Und schon war er weg. Am besten wäre, wenn er das schwarze Ritterschwert bei euch fallen lässt, das auf plus 5 hochleveln und schon seid ihr die Besten im Spiel. Ich habe mit diesem Schwert plus 5 das ganze Spiel durchgespielt. Und so sage ich einmal Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Tipp, quasi Endgegner, der auch gleich nach oben folgt.